Mein Name ist Gernot Frankhäuser, ich bin Museologe hier am Landesmuseum Mainz. Wir befinden uns am Eingang der Ausstellung Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht und schauen uns gemeinsam ein Exponat an. Wir befinden uns hier im zweiten Teil der Ausstellung, in der die Epoche der ottonischen Herrscher des 10. und 11. Jahrhunderts das Thema ist. Am 6. August 1806 ließ Kaiser Franz II. Verlauten, dass er die Krone des Heiligen Römischen Reiches Deutsche Nation niederlege. Keineswegs gab es eine Zeremonie, in der er die Krone von seinem Kopf setzte. Sein Außenminister Graf Stadion hatte dieses sprachliche Bild verwendet, die Krone niederlegen, um deutlich zu machen, welche Folgen die Proklamation hatte, das Ende des Reiches nach fast 1000 Jahren. Allerspätestens zur Krönung Konrads III. 1138 ist sie gefertigt worden, denn der Bügel zwischen Stirn und Nackenplatte trägt die Aufschrift Conradus Dei Gratia Romanorum Imperator Augustus. Konrad von Gottes Gnaden römischer Kaiser. Meist wird aber eine Entstehung noch vor der Jahrtausendwende angenommen und auch begründet. Die Inschriften auf den Bildplatten gelten als Zitate aus der Krönungsliturgie. Besonders eingängig ist die Darstellung links der Stirnplatte. Der thronende Weltenherrscher Christus wird von zwei Seraphim flankiert. Christus spricht zu uns mit einem Vers aus den Sprüchen Salomons, Per me reges regnant, durch mich herrschen die Könige. Besser und knapper kann man die Idee des sogenannten Gottesgnadentums nicht darstellen. Die Ottos, Heinrichs und Konrads sehen sich als von Gott selbst in ihr Amt eingesetzt. Indem der Höchste ihnen diese Gnade verliehen hat, sind sie unantastbar. Andererseits garantieren sie auch das Wohl der ihnen anvertrauten Menschen. Das Original wurde 1824 zu einem Museumsstück erklärt. Damals wie heute ist es eines der Highlights in der Schatzkammer der Wiener Hofburg. Im 20. Jahrhundert wurden mindestens 14 Kopien davon angefertigt. Nur bei zweien wurden nahezu die originalen Materialien verwendet. Zu diesen zweien gehört auch unser Stück. In unserer Ausstellung dient die Nachbildung als Stellvertreterin des Originals. Darüber hinaus ist sie ein Meisterstück der Goldschmiedekunst des 20. Jahrhunderts.